Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ja, bin ich mir nur ein oder kommt die Kamera ganz langsam näher? Ne, bin ich mir nur ein. Ja, keine Ahnung. Wir sind hier auf Kobo immer noch. Wir sind hier in diesem Basaltwald, wo wir uns, ja, wir sind diese Ruinen reingegangen, die wir gesehen haben. Von diesen Droiden, ne? Beziehungsweise die Tür, die war von diesen. Wo bin ich hier eigentlich? Ich habe letztens eine Abkürzung, glaube ich, aktiviert. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich gerade bin, ja, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, ne, hier war ich, glaube ich, ne? Okay. Okay. Ja, die kloppen sich die ganze Zeit da, ne? Und ja, wir sind hier in diesen Ruinen, welche wir von diesen Druiden, genau hier war mal letztes Mal, die wir von diesen, von dieser Aufnahme von den Druiden gesehen haben, den wir in diesen anderen Ruinen gefunden haben, ne? Und ja, diese Jedi ist da irgendwie reingegangen und ja, wir gucken mal, was jetzt hier so los ist, ne? Jetzt wo wir da reingehen können. Und ja, wir sind immer noch im Wald hier, erkunden noch ein bisschen und gucken mal, was hier noch so ist, ne? Wir sind jetzt nicht. Was sollen diese gelben Dinger immer bedeuten? Hier, das hier. Bedeutet das, da kann ich durch und entdeckt das Gebiet. Ah, ich dachte mal, bedeutet irgendwie das blockiert oder so. Hm. Hast du gesehen, worauf sie geschossen haben? Ein Spionagedroiden. Irgendjemand interessiert sich für diese Gegend. Vielleicht sind es die Raiders. Okay, ich hätte da unten lang gehen können oder hier. Erstmal da unten, das sieht irgendwie optional aus. Kann ich überhaupt hin? Warte mal, da kann ich doch bestimmt ziehen, ne? Haha, hab mal gar nicht gesehen. Ehrlich? Ja, ich glaube, schon verfehlt. Okay, kann ich nicht noch von da oben springen? Sieht ein bisschen einfacher aus. Na, guck mal. Da gehe ich schon extra diesen Pfad, ne? Fall da volle Mühe runter. Sehr gut. Hm. Ist da oben was? Da komme ich gar nicht hin, ne? Enden wir besser nicht wie der hier. Was ist denn da? Okay, alles klar. Okay, wie hast du mich bitte schön gesehen? Ich war. Hör ich an, wie sie. Soll ich gegen dich kämpfen? War irgendwie so eine kleine Warnung, ey. Ich habe Kreis gedrückt. Boah, ich habe schon gleich alle meine Stimps hier. Verballert, ne? Also viel dazu. Soll vielleicht auch mal irgendwie versuchen jetzt. Na, ich bin tot. Ja. Ihr sollt vielleicht irgendwie versuchen mal zu blocken. Ich tue irgendwie gar nicht blocken. Hier stärke an Gegner mehrmals, um sie ins Wanken zu bringen. Oh, danke schön. Okay, kommen wir erstmal, was da unten ist. Ja, mir ist schon klar, ich tue relativ wenig blocken, ne? Ich soll vielleicht, wenn ich irgendwie kämpfe, irgendwie wenigstens blocken, ne? Aber ich tue es gar nicht machen. Ich weiß nicht wieso. Oh, hier ist. Da willst du mir jetzt sagen, ich kann da nicht hin. Ja, was geht, ne? Nein, ich hätte ihn erledigen können. So gut. Nein, der lebt immer noch. Ah.
Ja, da darf ich natürlich nicht blocken. Was will das Imperium mit einem abgelegenen Planeten wie Kobo? Kann ich gar nicht öffnen, oder? Kann ich öffnen. Bürstenschnitt. Immer gleich das Neueste. Alter. Was gefunden, Kumpel? So, wenn ich niemanden treffe mit der Macht, ne? Ups. Wenn ich nichts mit der Macht treffe, dann verbrauche ich nichts, ne? Ich glaube, so war das. Okay. Weiß ich aber immer noch nicht, was da oben ist. Oh Mann. Das scheint nächste dicke Viech. Boah, da muss ich doch bestimmt was machen, ne? Müsste gleich dort hinten sein. Glaubst du, diese Kreatur hat einen festen Schlaf? Na gut, dann gehen wir erstmal nach oben. Lass mich wenigstens gucken, was da so ist. Und ich dann renne ich einfach da vorbei und guck, was da so ist, ne? So, du bist ja erstmal beschäftigt mit was auch immer, ne? Das ist eine der Kammern aus der Zeit der Hohen Republik. Was meinst du, Kumpel? Machen wir einen kleinen Umweg? Was genau ist es? Das sieht aus, als könnte halt irgendwas Wichtiges sein. Der Schwert hat gerade geleuchtet. Vielleicht finde ich ja drin was, ne? Was mir weiterhelfen könnte, ne? Vielleicht ein größeres Lichtschwert. Vergiss nie, wie stark ich bin. Willkommen, Jedi. Santari Kree. Kappe der Vernunft. Der Weg, den wir beschreiten müssen, ist für uns nicht immer sofort sichtbar. Nur durch Geduld, Nachdenken und die Weisheit der Macht wird er erscheinen. Das war, soll das ein Hinweis sein? Irgendwas von hier oben erreichen. Nö. Ja, vielleicht meine Erfahrungspunkte zurückholen sollen, ne? Aber ich hatte, glaube ich, nicht so viele, ne? Von daher ist egal. Oh, warte. Doch, wenn das so leuchten ist, ist das schon richtig. So, irgendwas muss ich hier machen. Jetzt auch am Leuchten. Ich nicht den Hebel dahin bewegen. Ja, ja, habe ich mir schon gedacht. Das ist irgendwie nicht so. Das sah jetzt irgendwie nicht so aus wie so ein Weg. Aber ich muss ja mal gucken, ne? Oh, guck mal hier. Oh, nom, nom. Etwas hinter dem Abyss ist? Richtig. Ein Planet. Nun, hoffentlich ist bis zum Abyss und noch tiefer. Hat Abisko, wie auch immer das nochmal hieß, in Genshin. Ja, Satz von den Abenteurern. Ich bräuchte ein Bällchen. Santari Kree hat noch nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt.
Nein. Und bei dieser speziellen Aufgabe scheint sie besonders engagiert zu sein. Ist halt dieser eine Jedi, die wir gesehen haben, von dem Roboter, von dem Droiden. In Erinnerung. Ah, hier bin ich wieder. What? Nee. Ja, da ist neu. Ich bewege mich gar nicht. What? Oh, ich bin. Ah. Ah. Kann ich was hier mitmachen? Also wer hier, wird hier ja eindeutig angezeigt, dass ich mit der Macht irgendwie interagieren kann, ne? Ne, warte. Ah, kannst mir jetzt mal sagen, mit einem Machtgriff schaffe ich das, aber mit einem Machtschub nicht. Boah. Oh, oh nee. Warte. Nochmal zurück. Gott. So. Ja. Bisschen Trigger happy mit meiner Macht hier. Seid ihr was optionales, was ich hier gerade mache? Sieht mir relativ offiziell aus. Er hat doch gesagt, wir machen hier einen Umweg. Klick. Zeugs. Zoinks, 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 zoinks. Ah. Entschuldige, was? Oh, weil das hier kaputt ist. Schaffe ich das? Na, der ist in Ordnung, ne? Ich bin einfach drüber gelaufen, bevor ich gecheckt habe, ne? So, oh, okay. Muss dann natürlich mal ausprobieren, ne? Oh, warte, wie komme ich denn jetzt? Da wäre wahrscheinlich nicht klappen, ne? Irgendwie so Fallschaden oder irgendwie so, ne? Doch. Warte mal, wollte ich hin? Ich dachte, da kann ich laufen. Mehr. Noch mehr wissen. Ist ungeduld. Waren wir das einst nicht alle? Die Frage ist, wie er es überwindet. Na, wie komme ich hier zurück? Was soll denn das? Okay. Nein. Ich kann das lösen. Ich hab klettern. Ich glaube, ich hätte da irgendwie durch Dings hingehen sollen, ne? Wohl. Nein. Okay. Ich habe es aber erreicht, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte nicht da runterspringen sollen, sondern irgendwie einen Weg machen sollen oder so. Hey, warte mal. Da kann man kaputt machen, glaube ich, ne? Wenn man sagt mich. Sollte noch nicht hier sein. Nope. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir es uns an. Geheimes Treffen.
Okay. Nichts. Jetzt bin ich wieder hier. Ich finde schon gut, wie das Spiel einen so ein bisschen so zum Nachdenken ja so. Nein, da war gerade was. Okay, ich wollte mal versuchen, ob das hier klappt. Ne? Na warte mal, da kann man auch hin, ne? Ah ne, da kommt man wieder zurück zum Anfang, ne? Ja, fast. So, jetzt bin ich wieder. Ich hier wieder. Verdammt. Also das Gefühl, dass nicht jemand machen soll, ne? Ich wollte schon ein bisschen früher einspringen, damit die oh mein Gott, ich will ein bisschen früher da sein, damit ich mehr Zeit habe. Vielleicht schaffe ich das auch so, ne? Aber das glaube ich sicherer. Jo, Kollege. Toll. Oh, ich sehe gerade, da war eine Wand zum Laufen. Da unten war oder was? So. Ja, und so kommt man dahin. Boah. Komm ich jetzt da unten hin? Wo war das hier? Was mache ich hier eigentlich? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Lass mich. Ah, diesmal klappt das. Ach, unter mir war das. Ne, das habe ich doch schon eingesammelt, ne? So, jetzt bin ich aber wieder da, wenn ich das geschafft habe. Du musst das hier schon richtig sein, ne? So, bevor ich runtergesprungen bin, habe ich irgendwas gesehen. Oh, so ein Ding. Eine Datendisk aus der Zeit der Hohen Republik. Ich wette, sie hätte Verwendung dafür. So, irgendwas übersehe ich hier wieder, ne? Dann komme ich wieder runter. So, Gefühl, ich bin da noch nicht fertig, ne? Ja, was habe ich das überhaupt hier alles schon schaffen, ne? Vielleicht fehlt mir ja schon wieder was. Da ist eine Wand, ne? Ich muss die Brücke da erstellen. Wie komme ich denn da hoch? War ich da nicht schon? Mal klappt sogar. Also, so. Oh, da kann man auch an der Wand laufen, glaube ich. So, hier ist irgendwas. Ne? Warte mal. Ich glaube gerade da. Ist aber bestimmt eine Wand, die man so aufziehen kann, ne? Bin ich hier schon gegangen? Ne. Oh, das ist eine Truhe. Boah. Vor allem jetzt auch so ein Ding. Also jetzt auch eine Brücke, ne? Da ist noch was. Hier sind überall solche Dinger. Ja, das ist hoch. Ja. Pfarr.
der einfach so in den Abgrund stürzt, ne? Danke, Kumpel. Okay. Aber ich habe schon wieder was Gutes hier gefunden, ne? Na toll, wie komme ich jetzt hier runter? Na, komme ich nicht zurück. Oh wow, wie soll ich denn das jetzt wieder zurückschaffen? Oh, okay. Okay, war ich hier schon? Kommt man da zurück? Wieder zurück. Ich kann auch mal auf die Karte gucken. Die zeigt mir ja normalerweise ja so, was ich noch machen kann, ne? So, da sieht gut aus, ne? Also kann ich da noch hin, ne? Wenn er gelb ist, dann kann ich ja da noch hin, ne? So, lass mich mal hier rüber. Jetzt bin ich wieder hier. Boah. Warte mal, da kannst du an der Wand laufen. Ach. So, dafür muss ja voll irgendwie so einen richtigen Weg gehen, ne? Weil da kann man irgendwie hochlaufen. Das heißt, irgendwie muss ich hier hingehen. Das heißt, diese Brücke brauche ich eigentlich gar nicht. Die kann ich dann so erreichen, ne? Da runter. Wenn ich das nicht brauche, dann brauche ich diese Brücke eigentlich auch nicht, ne? Aber zu wenig. So. Warum habe ich das gemacht? Muss er irgendwie einen Grund haben, ne? Schon wieder irgendwo was übersehen, ne? Wo ist denn das eine hier, wo ich hin kann? Rechts von mir, was? Hier sagt er mir. Ja. Ich hätte gedacht, vielleicht so unsichtbarer Weg oder so, ne? Aber irgendwas habe ich übersehen. Nur was? Ich weiß nicht, was ich übersehen habe. Hier kommt man auch nicht mehr runter, außer man geht hier runter. Soll da was sein? Hier muss man irgendwie eine Brücke machen, nur wie? So, hier muss doch irgendwie was sein, ne? Irgendwo hat verpasst, ne? Boah.
Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Ich habe das Gefühl, aber ich kann ja schon irgendwie mal machen. Ich diesen Ball für irgendwas. Irgendwie nicht, ne? So, was, wenn ich jetzt zurückgehe? Wo war ich denn ja noch nicht? Was ist mit hier oben? Wenn man hier noch nicht hin kann, entschuldige ich mich schon mal hier für die Zeitverschwendung, aber ich habe das Gefühl, man kann ja irgendwo überall hin, ne? So, warum sollte ich diese Brücke allerdings hier aufnehmen? Diese Brücke bringt mir gar nichts. Da kann ich auch die andere machen, ne? Oh nein, nicht das. Jetzt bin ich wieder hier. Bin jetzt auch nicht weitergebracht. Ich weiß es nicht. Habe keine Ahnung. Ist wahrscheinlich irgendwas voll offensichtliches, ne? Aber irgendwie so eine Wand, wo ich hochklettern kann und so. Ich sehe das nur wieder nicht. Warte mal. Hey, warte mal, hier ist so ein Ding. Ich muss eine Kugel hier reinpacken. Aber wie? Muss ja ganz offensichtlich diese Brücke da erschaffen, ne? Jetzt komme ich da nicht rüber. Ich will noch mal zurück. Okay. So, ich muss diese Brücke aktivieren, ne? Aber ich brauche auch dieses Ding hier. Eigentlich brauche ich das hier nicht. Nur wie soll ich denn das jetzt? Oh Mann, ich weiß, glaube ich, wie. Nee, ich weiß ich nicht. Kann ich halt einfach da oben hinschießen? Habe ich doch nie im Leben, ne? Nein. Auch wenn ich aber gut hatte, gespawnt bist. So, erst einmal würde ich sagen, das Ding muss nicht aktiviert werden, sondern ich muss es irgendwie schaffen, diese Kugel. Ja, und dann muss ich halt einfach nur auf die Brücke. Ich kann halt einfach von dir erreichen. Okay. Pff. Mein Plan war jetzt irgendwie, ja, hier irgendwie auf die Brücke irgendwie drauf zu schießen. Aber so klappt es auch. Okay, wow.
Oder war, wo ich diesen Gegenstand gefunden habe. Ne? Gut, Fortschritt. Hat nur eine halbe Stunde gedauert. So, da bringt mir jetzt aber auch nicht viel. Ja, jetzt komme ich dahin. Ja, und? Und nun? Ja, jetzt bin ich hier. Hier war ich doch schon. Mach ich noch irgendwo einen Ball? Und nun? Da ist ein Ding drin. Ich baue wahrscheinlich den Ball von da. Ja, was mache ich damit? Oh, warte mal, warte mal. Das habe ich doch schon gesehen. Da kann ich nicht durch. Oh. Ich dachte, ich hätte es. Oh, da. Oh. Da ist kein Fenster, ne? Ne, da komme ich nicht hin. Wie komme ich denn da hin? Da muss ich hoch, ne? Da, wie komme ich da hoch? Ja, geht das nicht? Kann ich das Ding einfach da reinschießen? Das ist auch so ein Ding, ne? Klappt das? Cool. Glaub sogar. Okay. Ich weiß nicht, ob man das hätte so machen müssen, aber ich habe es so gemacht. So. Was habe ich gewonnen für all meine Mühen? Geschicklichkeit, neuen Bonus erhalten. Oh, da war ein Gerücht. Okay. So, da ist aber auch noch was. So, ich weiß nicht, ob man, ich glaube, die Boni kann man nur im Dings hier ausrüsten, ne? Ach, jetzt sind wir hier, genau. Cool. Ich glaube, wir haben ja alles gefunden, ne? Ne, da ist noch irgendwas. Ah, wird vertagt. Okay. Also der Bonus war jetzt ja unser Dingen, ne? Kann man die irgendwie nachgucken? Hier kann man die nachgucken. Aber kann ich nicht ausrüsten, ne? Lichtschwertwurf. Okay. Problem ist. So, guck mal, ja. Kann ich auch so meine... So, lass mich mal kurz hier gucken. Hat nichts gemacht. Okay. Mal einen kleinen taktischen Rückzug hier. Okay, da kommen wir auch. Okay. Bin ich von dem nicht gestorben? Meins. Datendisk. Okay. Der wird verschoben, nehme ich an. Ne? Genau, von hier oben runterspringen wahrscheinlich, ne, und den angreifen. Guck mal erstmal, was hier noch so ist, ne? Ich glaube, das war der, ne, der, ja, der eine Weg war, der offizielle Weg war der, wo irgendwie dieses Viech am Schlafen war, ne? Okay. Oh, Meditationspunkt. Wir eine Pause. Okay. Jetzt kann man natürlich noch mal versuchen.
Oh, das kostet 2. Vorwärts, BD. So, hier muss ich gar nicht hin. So, jetzt wenn ihr einen Meditationspunkt hinst, dann kloppen wir uns mal kurz mit dem Viech. Ja, wo ist denn jetzt der Punkt, wo ich gestorben bin? Ich dachte, ich bin doch an dem Viech gestorben, oder? Oh, ist das ein Stimpack? Ist das ein Stimpack? Hier, bitte. Yeah. Yeah, boy. Ja, gut. Die Anlage ist gleich da. Erst müssen wir im Wald an Imperialen und wilden Tieren vorbei. Ist aber nicht da, wo ich hin muss, ne? Okay, soll man halt eigentlich versuchen. Ich habe jetzt einen verstärkten Lichtschwertwurf. Wo ist denn hier? Kann ich überhaupt hier runterspringen? Ohne zu sterben? Ich habe das Gefühl, das ist schon zu hoch. Oh Gott. Anvisieren bitte. Nimm das, Mr. Yeti. So, keine Chance gegen einen echten Yeti. Ich meine Jedi. Ja, zeig mal her. Mogu. Mogu, Mogu. Mogu, 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 Mogu. Okay. Weißt du nicht da, wo ich gestorben bin? 28 Meter, was? Scheint so ein bisschen verbuggt zu sein mit dem Erfahrungspunkten. Da bin ich mir halt nur ein. Okay, ich nehme an, da oben muss ich nicht hin, aber gehen wir da natürlich erstmal hin. Also ja. Oh, ich muss ja erstmal gucken, ne? Sie ja, was ich gerade gefunden habe, ne? Besseren Stim, weiteren Stim. Meditationspunkt, das ist schon wert. Ah, okay. Boom. So. Was haben wir denn hier? Ich nehme an, da kann ich nicht irgendwie so runter, ne? Ui. Oh, ich dachte bei der Truhe. Oh, da ist eine Truhe. Das können wir nicht hacken. Ja. Das weißt du auch nicht, Karl. Lass doch mal BD versuchen. Vielleicht kann er das. Vielleicht traust du ihn einfach nicht genug zu, ne? Nix, oder? Nö, nix. Von hier funktioniert der Lift wohl nicht. Doch. Ich kann ja gar nichts machen, ne? Ne, ich glaube nicht. Ne, ich glaube, hier soll ich noch nicht sein, ne? Na gut, dann gehen wir einen anderen Weg. Ja, schon viele Orte gefunden, wo ich noch nicht hin durfte, ne?
Oh Gott. Das muss ich mich die ganze Zeit an einem einen Viech vorbeiprügeln, ne? Guck mal, ein Swimmingpool. Ah ja, wir haben eins Impact dazu bekommen. Das wird uns doch bestimmt hier sehr helfen. Ne? So, wie komme ich denn jetzt dahin, ohne mich mit dem Viecher boxen zu müssen? Oh Gott, ich sehe nichts. So. Cool, jetzt müssen wir da unten lang, nehme ich an, ne? Wo der andere Viech am Pennen ist. Oh, ja. Wen gehen wir denn los? Welche von diesen hübschen Typen? Den ab. Wow. Da ballert nur einer auf mich. So. Da ist immer noch einer. Oh, der hat durch den Boden. Wo bist du? Was? Jemand, ich habe das reflektiert, ne? Hm? Warte mal, ich hatte so ein, ich glaube, ich ein Druide. Nein. Ja. Oh, nein, nicht die Viecher. Ja. Ich habe mich ja beinahe in eine Falle gelockt. Warte, muss ich mich jetzt erinnern, dass hier so ein Viech rumgelaufen ist? Sonst werde ich das definitiv irgendwann vergessen. So, ich meine, das Viech haben wir ja schon mal erledigt, ne? Ich finde das auch nicht so schwierig, aber ich nehme an, ich muss diese Dinger da kaputt machen. Ja, super. Okay, als das. Ich unterschätze mal, wie lang die Angriffe sind. Oh mein, nicht schwer. Ah. Ich habe schon aus Reflex Machtschub eingesetzt. Irgendwas sagt mir, ich hätte auch BD. Ich würde mal irgendwie was zum Scan finden, aber dann bewege ich mich irgendwie zwei Schritte, dann bin ich außer Reichweite. So, ich nehme an, ich muss wieder meditieren, ne? Damit dieses eine Viecher erscheint, ne? Oh, cool. Ah, gehen wir noch mal zurück. Aber diese Viecher hinterlassen ja immer so Daten, ist, ne? Wenn ich hier durch das ganze Dungeon durchgerannt bin, dann werde ich das vergessen haben. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine limitierte Anzahl von diesen Viechern gibt. Ich nehme jetzt mal an, ja, ne? Kollege, du sollst da hoch, Alter. Deswegen machen wir die mal platt. Ach. Nee, warte mal, jetzt noch. Oh nein, 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 nein. Ja.
halt so. Ich könnte auch offscreen machen, aber warte mal. Lass uns hier eine Pause machen. Ich habe den auch weggeschubst, ne, mit Machtschub. Ich hätte ihn eigentlich an mich heranziehen sollen, nehme ich an, ne? Aber ich denke mal, irgendwie Machtschub ist irgendwie einfacher zu treffen, ne? Oh, PD. Oh Gott. So, kann ich die irgendwie ignorieren? Ich meine, so gut wie es geht, ne? Einen kann man mitnehmen, ne? Oh, was zum? Oh, wow. Oh, ich kann jetzt nicht zum Dings zurück, ne? Boah. Okay, ich hoffe, ich denke noch mal an den, ne? Wissen wir, wenn es hier irgendwie so ein Dings wäre, so ein Meditationspunkt. Wäre hier irgendwo in der Nähe. Nicht überhaupt richtig, so storymäßig, ja, ne? Keine Ahnung, was das ist. Aber es sieht nicht wirklich sicher aus. Was meinst du? Ich kann kaum atmen. Wespen? Oh nein. Das sieht nach Bosskampf aus. Was ist das denn? Was? Ah, das ist schon wieder. Boah. Warum startet ihr mich denn jetzt schon wieder hier? Ja, ich habe Viereck gedrückt, ne, zum Angreifen, aber hat es irgendwie nicht so gebracht vorhin. Oh. Nein, da wollte ich nicht. Das habe ich nämlich gesehen. Vielleicht kann uns sie mehr darüber sagen. Hm, oh. Selbst wenn ich da drunter bin schon. Okay. Hm. Ja, und was sind da überhaupt für Viecher? Sind da Insekten? Meinst du, die Substanz hat irgendwas mit der Anlage zu tun? Kobo-Staub. Ja, da kann ich aber auch nicht hoch. Ja. Hm. Wahnsinn. Nein, okay. Boah. Okay. Das ist also das Werk von Centauri Cree. Wenn der Rest von Sies Geschichte stimmt, müsste der Schlüssel nach Tenalor hier irgendwo sein. Meditationspunkt. Ich will aber immer noch diesen Roboter da finden. Hm. Weiß nicht, ob der immer irgendwas hinterlässt, ne? Was hat der Richtige? Ich weiß es nicht.
Aber ich kann mich jederzeit dahin teleportieren wieder, ne? Kann ich mal die Shirt auf den werfen? Ja, ne? Soll ich vielleicht mal versuchen? Ich hab was getroffen? Ja, ich hänge jetzt dran an der blöde Viech, okay? Ein nehmen wir wieder mit. Nur ein. Das gibt's jetzt nicht. Ja, sobald ich Macht auf den einsetzt, haut der ab. Das gibt's jetzt nicht. Aber das ist so unbequem, hier hinzukommen, ne? So anders teleportieren kann ich mich nicht, ne? Oh, da unten steht Sammelobjekte. Sehe ich heute zum ersten Mal. Ah, muss ich wohl auf Screen versuchen. Zu erledigen. Ich werde jetzt nicht 10-mal versuchen. Das ist ganz schön dämlich, dahin zu kommen. Obwohl, wenn da steht Sammelobjekte, ne? Dann bedeutet das ja wohl, der wird mir noch also angezeigt, ne? Dann wird mir ja wahrscheinlich das ganze Spiel lang so angezeigt, ne? Wenn man dir fehlt hier ein so ein Sammelobjekt, ne? Dann kann ich mich ja danach ausrichten, nehme ich an, ne? Ja, versuchen wir noch einmal. Kann losgehen. Ich verstehe nicht, auch sobald ich Macht auf den einsetze, haut er ab. So, mal wenn doppeltes Schwert. Ich sag, für damit treffe ich irgendwie mehr. Ja, ich hänge mich jetzt an der blöde Viech dran. Warum nicht? Immer der gleiche arme Schlucker. Keine Erfahrungspunkte bekommen. Ehrlich? Ey, das ist jetzt nicht wahr. Ich hab den noch getroffen, Mann. Oh. Was ist das für ein Dreck? Boah. Oh mein Gott. Na gut, dann eben nicht. Dann konnten wir eben weiter. So jetzt nicht. Ich habe den noch getroffen. Er hatte aber gar keine AP mehr übrig oder so. Ne? Und trotzdem ist er irgendwie abgehauen. Gibt's jetzt einfach nicht. Heute sehr frustgefüllter Part, habe ich so Gefühl. Gut, dann gehen wir weiter. Pff, mir doch egal. Bist du jetzt nicht? Mach ich aus Screen kalt, das Viech. Ich weiß übrigens nicht, jedes Mal, wenn ich das Spiel lade oder wenn ich teleportiere, ist irgendwie kommt Kale irgendwie so aus dem Sprung, so als wäre ich gerade irgendwie gesprungen oder er würde irgendwie so landen oder so. Das ist bei Genshin komischerweise auch so, wenn ich schnell reise. Also nur auf der PS5 scheint das so zu sein. Oh, wow, wenn ich echt keine Gegner treffe, dann brauche ich keine Macht. Oh Gott, das habe ich noch nie im Leben dahin, ne? Die Energie der Anlage fließt zu diesem zentralen Turm. Vielleicht finden wir dort mehr heraus.
Da ist ja überall am Boden so ein Zeug. Nee, ne? Was seid ihr? Ich fasse es immer noch nicht, dass die so viel Schaden machen, ne? Also von allen Viechern, ne, machen die Viecher so viel Schaden. Also eigentlich vor dem nicht hier, ne? Ja. Stehe nicht. So. Oh, dann gehen wir da. Ne? Komm zurück, BD. Danke. Scheint verlassen worden zu gib, sein. Gib. Ja, ich schätze, sie hat es nicht vergessen. Auch nach all den Jahren hat sie nie ihre Mission aufgegeben. Enttäuschen wir sie nicht. Ich meine, wir sterben, aber pff. Gegenstand. Kerl. Muss ich ein bisschen ja anstrengen, um diese Dinger zu erreichen, ne? Ja, schon das zweite Mal heute. Meine Güte. Oh Gott. So wie gesagt, direkt an dieser anderen Schiene da gelandet. So perfekt, als wäre es so gedacht. Gott. Ist schon auf mich losgekommen. Kreatur steckt wohl fest. Ich kann sie nicht losschneiden. Das erste müssen wir unten durch. Ja, ich nehme an, wir kriegen dann irgendwas, wo wir diese komischen Dinger kaputt machen können. So, oh, nice. Ist immer so befriedigend, ne, wenn du irgendwie so eine Abkürzung freischaltest und du weißt, ah, wenn ich jetzt jedes Mal hier hingehen will, ne, dann gibt es da so eine Abkürzung, die mich direkt dahin bringt. Ne? Das ist immer so geil, ne? Im Spiel so. Je weiter du kommst, desto mehr. Du hast echt so das Gefühl, würdest du irgendwie vorankommen in dem Spiel. Da bewegt sich nichts. Das ist so befriedigend gemacht. Ganz ruhig, Kollege. Doch ehrlich. Das ist doch kein Nebel, die Viecher verfolgen mich. Die sind bewusst. Die sind eine Lebensform. Abkürzung. Ja. Irgendetwas hier hat einen mächtigen Appetit. So, ja, ich frage mich, ob es der Vogel war. Was sind der andere? Und los. Schon wieder so ein Viech. Ah, danke. Ja, ich habe gesehen. Oh, oh komm. Nee, den mache ich jetzt ja noch platt. Ich weiß, wir sind schon bei einer Stunde, aber den mache ich jetzt noch platt. Außerdem hatte meine Erfahrungspunkte. Beim nächsten Mal habe ich das schon wieder vergessen. Dieses blöde Viech, ne? Ich brauche Hilfe. Jetzt habe ich ja schon Dings verbrannt.
Ist er jetzt schon wieder nicht am Leuchten? Das sind meine Erfahrungspunkte. Da guckst du dir einen an. Boah, ich dachte, er war fertig mit seinen Angriff. Boah. Guck mal, meine Erfahrungspunkte sind schon wieder weg. Sehr cool. Da ist ja wohl eindeutig irgendwie verbuggt, ne? Ich hatte schon wieder beinahe ein Level up, ne? Das ist alles wieder weg. Lass mich raten, jetzt wenn ich den angreife, kriege ich meine Erfahrungspunkte wieder, ne? Pass auf. Jetzt, wo ich gar keine Erfahrungspunkte hatte. Da eher zusammen leuchten. Das hat er voll unfair gemacht. Komm. Ja, ich habe jetzt all meine Erfahrungspunkte wieder ver... Ja, all meine super, die Erfahrungspunkte habe ich jetzt wieder. Cool. Ist das frustrierend gerade, ne? Ha, jetzt. Hier hinten ist ein Meditationspunkt. Was soll das denn immer? Warum mitten manchmal meine Erfahrungspunkte ja? War schon wieder weg. Es ist schon wieder meine Erfahrungspunkte weg. Ey. Ich hatte so viele. Und beim zweiten Mal, da ging das wieder, ne? Hi. Da sehe ich aber gar nicht ein. Ist das irgendwie eine jede Großmeister-Sache oder so? Ja, beim zweiten Mal habe ich meine Erfahrungspunkte zurückbekommen, ne? Ja, beim zweiten Mal habe ich die schon verloren gehabt. Bringt da auch nichts mehr. Sehe ich aber gar nicht ein. Glaub mal bloß nicht, dass ich hier so ein bisschen... Sorgsamkeit. Glaub mal bloß nicht, dass ich hier nicht ein bisschen offscreen grinden werde, ja, für ein paar Level. Aber das geht ja mal gar nicht. Eine einfache Funktion, die jetzt hier... eigentlich mir helfen sollte, ne? Sie haben diese Technologie schon mal gesehen, nur nicht in dieser Größe. Was ist da durch? Also. Genau wie sie es kann. Okay. Wenn sie schon das nächste nervige. Halten wir einen Moment an. Okay. So. So, ich muss mal kurz gucken. Wenn jemand sagt, der sagt die ganze Zeit immer, jemand kann mal damit anfangen. Er sagt immer. Er sagt die ganze Zeit nämlich immer so, oh, mal gucken, was sie damit anfangen kann. So. Oh, das ist am Vibrieren, wenn ich da durchgehe. Na gut, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. Ne? In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder hier in der Anlage. Hoffentlich mit weniger Glitches, wo ich nicht meine Erfahrungspunkte verliere, weil das geht mir auf die Nerven. Schon das zweite Mal passiert. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.